Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier geht es um die große Multiplikation, also um das Multiplizieren von zwei großen Zahlen, so wie man das in der 5. Klasse macht. Anhand von einem Beispiel zeige ich dir, wie das funktioniert. Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. So, als Beispiel 3941 mal 2310. Um das ohne Taschenrechner auszurechnen, verwenden wir die schriftliche Multiplikation. Das heißt, unter das Ganze hier machen wir erst einmal einen Strich. Jetzt nehmen wir uns die zweite Zahl und beginnen mit der vordersten Ziffer. Die vorderste Stelle hier, das ist die 2. Diese 2 multiplizieren wir erst einmal mit der 1. 2 mal 1 ist 2. Diese 2 steht unter der oberen 2. Dann 2 mal 4, das ist 8. 2 mal 9 ist 18. 2 mal 9 ist 18. Von der 18 schreiben wir die 8 hin. Die letzte Stelle wird hingeschrieben. Und die 1, das ist ein Übertrag. Und den Übertrag merken wir uns. Also 2 mal 9 ist 18, 8 schreiben, 1 merken und 2 mal 3 ist 6 plus die gemerkte 1 ist 7. So, 3941 mal 2 ist 7882. Nächste Stelle ist die 3. 3 mal 1 ist 3. Diese 3 schreiben wir unter die obere 3. Danach 3 mal 4 ist 12. 12 ist also 1, 2. Die 2 schreiben wir, die hintere Stelle, und die 1 merken wir uns. Dann 3 mal 9 ist 27 plus die gemerkte 1 ist 28. 28, 8 schreiben, die 2 merken. Und 3 mal 3 ist 9 plus die 2 gemerkten ist 11. Die 11 können wir auch direkt hinschreiben, denn hier kommt keine weitere Stelle mehr. Nächste Stelle, die 1. 1 mal 1 ist 1. Die 1 oder die obere 1. Dann 1 mal 4 ist 4. 1 mal 9 ist 9. Und 1 mal 3 ist 3. Ist ja auch logisch. 3941 mal 1 ist 3941. Und hinten, ja, haben wir noch eine 0. 0 mal irgendwas ist immer 0. Wir können also hier einfach Nullen ergänzen oder es auch bleiben lassen, wie du magst. Als nächstes Strich drunter und schriftliche Addition. Hinten entweder gar nichts oder eine 0. Davor nur eine 1. Davor 3 plus 4, das ist 7. 2 plus 2 ist 4, plus 9 ist 13. 13. 3 schon ins Ergebnis schreiben, 1 als Übertrag oder halt auch direkt hier einfach 13. Dann 8 plus 8 ist 16, plus 3 ist 19, plus 1 ist 20. 20. 2 ist der Übertrag, 0 in das Ergebnis. 8 plus 1 ist 9, plus 2 ist 11. 11. 7 plus 1 ist 8, plus 1 ist 9. So, drei Stellen von hinten machen wir jetzt für die bessere Lesbarkeit einen Punkt. Und dann nochmal drei weitere Stellen einen Punkt. Das heißt, 3941 mal 2310 ist gleich 9.103.710. Du möchtest noch mehr zur schriftlichen Multiplikation erfahren oder du brauchst Übung in der ganzen Sache, dann schau mal unter dieses Video. Dort bekommst du weitere Erklärungen zum Thema und auch Übungsaufgaben mit Lösungen, damit du selbst üben kannst. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.